Hallo bei Guckmich TV. Ich bin Woldemar. Wisst ihr, was meine absolute Lieblingsspeise ist? Eis. Ganz egal, ob es draußen heiß oder kalt ist. Eis kann ich immer essen. Ich liebe Eis. Eis zum Essen gibt es schon sehr lange. Man sagt, dass die Chinesen das Speiseeis erfunden haben. Und das vor mehr als 5000 Jahren. Das erste Speiseeis war eigentlich ein Schneeeis. Die Chinesen haben den Schnee von den Bergen geholt. Und damit das Schneeeis auch gut schmeckte, haben sie es mit Honig oder Früchten vermischt. Vor ungefähr 700 Jahren kam der berühmte italienische Entdecker Marco Polo nach China und aß dort zum ersten Mal Eis. Das Eis schmeckte ihm so gut, dass er die Idee mit nach Italien nahm. Nach und nach aßen immer mehr Menschen in Europa Eis. Man kann Eis mit Löffeln essen. Oder aus einem Eishörnchen. Oder man isst ein Eis am Stiel. Aber wer kam eigentlich auf die Idee, so ein Holzstöckchen ins Eis zu stecken? Stellt euch vor, 1905 in San Francisco in Amerika. Es war ein sehr kalter Abend. Der 11-jährige Frank Epperson mischte sich aus Brausepulver und Wasser ein Glas Limonade. Damit sich das Brausepulver gut auflösen konnte, rührte er es mit einem Holzstäbchen um. Aber Frank trank seine Limonade am liebsten eiskalt. Deshalb stellte er das Glas mit dem Stäbchen zum Abkühlen nach draußen auf die Fensterbank. Und dort vergaß er es. Das Glas blieb über Nacht draußen stehen. Erst am nächsten Morgen erinnerte sich Frank Epperson an seine Limonade. Aber die hatte sich über Nacht in der Kälte verändert. Sie war zu eisgefroren.
und das Stäbchen steckte mitten im Eis. Warum war die Limonade gefroren? Die Limonade bestand aus Brausepulver und Wasser. Wasser besteht aus winzig kleinen Teilchen, den sogenannten Wassermolekülen. Ist das Wasser flüssig, dann sind die Moleküle ständig in Bewegung. Sie verbinden sich ganz kurz miteinander, lösen sich und verbinden sich wieder. Aber was passiert, wenn das Wasser zu Eis gefriert? Das Wasser wird immer kälter und die Verbindungen zwischen den Molekülen werden fest. Die Moleküle können sich nicht mehr bewegen. Aus dem flüssigen Wasser wird festes Eis. Und genau das ist mit der Limonade passiert. Als Frank das Glas mit ins Zimmer nahm, begann das Eis am Rand ein bisschen zu schmelzen. Frank konnte den Eisklumpen mit dem Holzstäbchen darin einfach aus dem Glas ziehen. Und hatte ein leckeres Limonadeneis. Das war das erste Eis am Stiel. »1925 verkauft Frank Epperson diese zufällige Erfindung an eine große Firma in New York. Und seitdem kennen wir überall auf der Welt das Eis am Stiel.« Und das ist super praktisch. Man braucht keinen Löffel und man macht sich trotzdem die Finger nicht schmutzig. Einfach lecker. Tschüss, bis zum nächsten Mal.